beobachten im Maisbereich ja seit Jahren einen Wandel. Das hat schon vor der Pandemie angefangen und das geht immer noch weiter. Und jetzt haben wir gerade die Herausforderung, dass wir zu der zum Glück wieder steigenden Nachfrage eben auch einen Rückgang bei den Mitarbeitern haben. Und im Moment stehen wir vor extrem vielen Herausforderungen, wo ich aber glaube, dass es der absolut richtige Zeitpunkt ist, um sich dem zu stellen und das in Chancen umzuwandeln. Und das sind ganz viele Prozesse, die wir optimieren müssen in unseren eigenen Reihen, um auch den Mitarbeitern wieder Zeit zu schaffen, um denen aber auch wieder Spaß am Arbeiten zu machen. Und da gehören natürlich Prozesse zu, ich muss meinen Demand, meinen neuen kennen. Ich muss die Wertigkeit meiner Fläche besser prognostizieren können. Und ich sollte auch versuchen, gewisse Buchungsprozesse zu automatisieren. Instant Book ist natürlich so ein Thema, was in aller Munde ist und auch vielleicht bei dem einen oder anderen nicht gut ankommt. Ich denke aber, das ist die Zukunft. Wir müssen dahin kommen, dass wir einfache kleine Veranstaltungen standardisiert durchbuchen können bis in unsere Systeme, weil uns das am Ende dann auch den Demand liefert, den wir haben müssen, um eine ordentliche Preisstrategie zu machen. Und diese ganze Zeit, die wir sparen, die brauchen wir für Beratung. Wir kämpfen mit Themen wie Nachhaltigkeit, Sicherheits- und Hygienekonzepte. Wir haben aber auch das Thema Networking und Erlebnis, was alles ganz beratungsintensive Themen sind. Und das kann im Moment keiner leisten. Von daher sind diese ganzen Ansätze wirklich wichtig und sinnvoll. Und die sollten wir nicht zuletzt auch als Branche angehen und weiterentwickeln. Da drin kann aussagen. Ich glaube, das war, Technologie geht nicht mehr weg, das ist jetzt wirklich da und es ist auch ein bisschen mehr geboomt worden durch die Pandemie, dass wir jetzt wirklich die Lösung jetzt brauchen und nicht immer das vor uns hinschieben können. Ja. Aber ich glaube auch interessant, was du gesagt hast, Alex, ist ja auch diese Automatisierung, ne? Mitarbeiter entlasten. Ja, und ich glaube auch dadurch den Beruf wieder spannender machen. Ne? Ich glaube, dieses ganze Thema, du hast es auch so schön gesagt, was steht denn in den Mindestanforderungen einer Hotelfachfrau? Da steht nicht viel von Digitalisierung und Automatisierung drin. Und ich glaube, du ziehst junge Leute, indem du solche Themenfelder mit aufgreifst. Also wir müssen ganz dringend in die schulische, aber auch in die innerbetriebliche Weiterbildung gehen und da Dinge aktualisieren. Mhm. Thema, ja. Nachhaltigkeit hast du auch noch gesagt, ne? Das ist einfach auch ein Riesending. Mit Ernsthaftigkeit betreiben. Also man kann ja diskutieren, kommt die Nachhaltigkeit vom Unternehmen oder macht es die Politik? Ich denke, dass unsere Branche ganz gut bedient ist und wir fokussieren uns darauf und investieren, es wirklich ernsthaft zu betreiben, ernsthafter Tourismus, nachhaltiger, ja, zu gestalten. Da gibt es viele Lösungen und es gibt keine Antwort mehr darüber hinaus, aber das da macht einfach Spaß auch zu sehen, wie das hier diskutiert wird und immer wichtiger wird. Ja. Und ich glaube einfach auch, was noch, Alex? Also einfach, wir sind konfrontiert, auch vielleicht mal anders zu verkaufen. Absolut. Ja, genau. Die neuen Formate, wir haben das schon gesagt, Hybrid, ja, ist ein Thema. Vielleicht nicht unbedingt als Studio, aber du musst es trotzdem in der Schublade haben. Ne? Korrekt. Oder auch die Frage, was mache ich mit Flächen? Also ist es wirklich noch mein Tagungsraum oder kann es ein Coworking Space sein? Weiß ich nicht. Und wie kriegen wir es hin, dass wir auf Augenhöhe zwischen Mais und Logis sind? Thema, muss ich mir Zimmer erfragen in, korrekt, der Reservierung oder kann ich gefälligst selber verkaufen, wenn ich weiß, meine Nachfrage im Veranstaltungsbereich, ja, ist hoch genug? Ja, übergeordnet kann man, glaube ich, sagen, kenne den Bedarf, kenne den Markt und passe dich an und ruhe dich nicht auf deinen Lorbeeren aus, absolut, sondern immer ein Erneuern. Finde ich auch. Ja, nochmal berücksichtigt beim Titel, den ich habe, mit Machen ist wie wollen, nur krasse, ist das Erste, was da reinspielt. Ich muss überhaupt erstmal mutig sein, eine Entscheidung zu finden und zu treffen. Das bedeutet in der aktuellen Situation, ich bin ja konfrontiert mit einer Masse an Lösungen und Partnern. Wo springe ich auf? Was nutze ich für mich selber? Und bei Accor ist es immer, ich muss eine gangbare Lösung finden, die von Ibis bis Fairmont Raffle funktioniert und die auch eine Vielzahl an Ländern abgreifen muss, wie Nordeuropa, 30 Länder. Da gibt es Unterschiede. Das bedeutet also, ab diesem Zeitpunkt, wo ich mutig bin, eine Entscheidung getroffen zu haben, diesen Supplier gut ausgewählt zu haben. Und gut bedeutet nicht nur, was kostet mich das, sondern wie unterstützt er mich im operativen Geschäft mit meinen Hotelmitarbeitern? Also welchen Service, Support nimmt er ab? Was kann er leisten, damit die ganze Technikflut und alles, was da neu von dem Mitarbeiter abverlangt wird, gut abgefedert werden kann? Idealerweise auch multilingual, um diese Länder einfach abzugreifen.
Das ist das Erste. Und das Zweite ist, man muss genau selektieren, welche erste Lösung muss ich jetzt wirklich jetzt haben. Wir haben darüber gesprochen, hybride Meeting, also ich brauche eine Technologie. Wir haben darüber gesprochen, ich muss mein Haus virtuell irgendwie zeigen. Ich muss eine virtuelle Site Inspection machen, da brauche ich eine Lösung dazu. Bildmaterial angepasst, was die Kollegin von Lindner gesagt hat, die Alex, natürlich, ich brauche einen Raum, wo ich Abstand sehe. Das muss alles angepasst werden. Also nicht so viel vornehmen, aber effizient vornehmen. Das gilt es. Und was immer mit reinspielt, ist, also nicht ein System, was ich ausrolle an Mitarbeiter, sondern die Welt ändert sich, also ihre Arbeitswelt ändert sich. Das heißt, ich muss sie an die Hand nehmen und auch trainieren und weiter consulten. Und Thema und Schlusswort consulten. Wir sind konfrontiert, auch natürlich unsere Kunden zu consulten. Die kennen sich auch noch nicht zu 100% aus. Sie müssen ein hybrides Event machen und verlassen sich natürlich auch die Hotelpartner zu sagen, ich kann dir helfen, ich habe die Lösung, wir machen das gemeinsam. We'll be right back.